Geld mit YouTube zu verdienen ist gar nicht mal so einfach, wie es immer dargestellt wird. Für 1000 Aufrufe bekommen wir, wenn überhaupt, ein paar Euro. Was aber, wenn ich euch einen Weg zeigen kann, wie man das deutlich erhöhen kann? Ich bin in den letzten Wochen auf 4 verschiedene Tricks gestoßen, mit denen es vergleichsweise leicht ist, mehr Geld mit YouTube zu verdienen. Und das ohne mehr Aufwand. Für den ersten Tipp muss ich mich erstmal bei meinen Freunden Basti Zockt und Krokodil Andy bedanken. Denn als ich mit denen vor einigen Wochen in einem Call war, sind wir auf das Thema RPM gekommen. RPM steht für Revenue per Mill, also Einnahmen pro 1000 Aufrufe. Dieser Wert sagt uns, wie viel wir mit 1000 Klicks auf unserem Kanal verdienen und ist damit ja auch maßgeblich dafür verantwortlich, wie leicht es für uns jetzt ist, gutes Geld mit YouTube zu verdienen. Brauchen wir zum Beispiel 3000 Euro, um von YouTube leben zu können, dann bräuchten wir bei einem RPM von 3 Euro 1 Million Aufrufe. Finden wir aber einen Weg, diesen Wert auf 6 Euro zu erhöhen, dann bräuchten wir nur noch 500.000 Aufrufe. Wir würden also ohne weiteren Aufwand mehr Geld verdienen. Und wie man diesen Wert erhöht, dafür hat Kroko eine Grafik in unsere Gruppe gestellt. Die stammt ursprünglich vom YouTuber Filmbooth, also dickes Lob geht an ihn raus. Doch was bedeutet diese Grafik? Wie ihr bestimmt wisst, können YouTuber ab einer Videolänge von 8 Minuten zusätzliche Werbung im Video selbst schalten. Das können wir entweder manuell machen oder wir lassen es automatisch von YouTube machen. Und jetzt könnte man natürlich denken, dass YouTube als Milliardenunternehmen ganz genau weiß, wie man es macht und so verlassen sich die meisten auf diese automatische Werbung. Aber leider ist das ein großer Fehler. Ich habe es bei einigen meiner erfolgreichsten Videos überprüft und ich war wirklich schockiert davon, wie schlecht das ist. YouTube gehen locker mehrere Millionen im Jahr verloren dadurch. Oft wird zum Beispiel nur eine einzige Werbung zum Ende des Videos platziert. Und hier kommt dann auch das nächste Problem ins Spiel. Platzieren wir irgendwo einen Werbeblock, dann läuft nicht auf jeden Fall auch hier eine Werbung. Für die, die nicht wissen, wie man das macht, einfach im YouTube Studio bei einem Video über 8 Minuten auf Monetarisierung klicken und dann auf Platzierungen überprüfen. Über das Plus hier oben können wir dann einen weiteren Werbeblock platzieren. Aber wenn wir das tun, dann geben wir YouTube nur die Möglichkeit, ganz eventuell hier eine Werbung auszuspielen. Deswegen gilt die Faustregel, deutlich mehr Werbeplätze zu platzieren, als wir auch ausspielen wollen. Ich habe damals zum Beispiel bei einem 10-Minuten-Video immer so ein, zwei Werbungen platziert. Aber meistens hat YouTube gar keine davon ausgespielt. Diese Grafik von Filmboost zeigt daher, wie wir unsere Werbungen platzieren sollten, um eben mehr Geld zu verdienen. Dabei gibt es 3 verschiedene Ansätze und der oberste ist eben der aggressive Ansatz. Und den habe ich die letzten Wochen auch ausführlich getestet. Ich weiß, dass die Panik jetzt erstmal groß sein wird, denn wir wollen unsere Zuschauer ja nicht mit Werbung nerven. Ich habe diesen Test aber auch auf verschiedensten Kanälen durchgeführt, auch auf meinem, und habe bei mehreren Millionen Klicks, die so erzielt wurden, gerade mal 2 negative Kommentare gesehen. Wobei sich einer davon sogar nicht mal auf diese Technik bezogen hat, aber selbst wenn. Sogar bei 100.000 Aufrufen würde ich ohne diese Technik erwarten, dass sich mindestens eine Person über die Werbung aufregt, weil das gibt es immer. Im Umkehrschluss habe ich aber bei vielen Kanälen Rekordwerte beim RPM gesehen. Selbst bei weniger aggressiven Ansätzen, wo YouTuber einfach nur die schlechte Platzierung von YouTube selbst ausbessern und 2, 3, 4 weitere Werbungen im Video platzieren, selbst da habe ich teilweise Anstiege von bis zu 25% erlebt. Fassen wir zusammen, ich habe hier gerade 2 Tipps für euch genannt. Erstens, optimiert die Werbung bei alten Videos, vor allem bei denen, die auch heute noch gut laufen. Zweitens, platziert mehr Werbungen, denn YouTube geht hier recht smart vor und spielt auch nur dann eine Werbung aus, wenn es Sinn ergibt. Der YouTuber Nate Wells nutzt zum Beispiel auch ein automatisches Skript, was ihm ermöglicht, alle 12 Sekunden so einen Werbeplatz zu platzieren. Und als Zuschauer seines Kanals kann ich bestätigen, dass man sich die Videos problemlos anschauen kann. Ich hab's nicht mal gemerkt. Er bietet YouTube ja wirklich nur die Möglichkeit, jede Werbung zum bestmöglichen Zeitpunkt auszuspielen. Der YouTube-Algorithmus wird immer versuchen, nicht zu viel Werbung auszuspielen, weil die Plattform ja weiß, dass Zuschauer sonst genervt davon sind. Aber wenn du jetzt sagst, nein, mehr Werbung ist auf keinen Fall eine Option, auch dann habe ich noch 2 weitere Tipps für dich, die dir weiterhelfen werden, mehr Geld zu verdienen. Dieser Tweet von Baked zeigt, wie sich sein RPM bei Videos verschiedener Länge verhält. Spannend zu sehen ist, wie sich der RPM ab einer Länge von 90 Minuten verdoppelt.
Im Schnitt liegt der RPM bei längeren Videos bei ihm also bei deutlich über 10 Euro, was ich so übrigens auch mit Daten von deutschen Kanälen bestätigen kann. Ein Tipp kann es also sein, generell auf längere Videos zu setzen. Das funktioniert natürlich nicht bei jedem Content, aber wenn es für euch eine Möglichkeit gibt, dann probiert es auf jeden Fall mal aus. Im Gaming-Markt wäre es ein Beispiel, dass YouTuber ihr ganzes Let's Play zu einem großen Video zusammenschneiden. Ryan Trahan hat aber zum Beispiel auch seine letzte Vlog-Serie zu einem großen Video zusammengeschnitten und auch bei Dokumentationen habe ich diese Technik schon gesehen. Tipp Nummer 4 in diesem Video: Verstehe, wie Werbung funktioniert. Wir als Creator müssen auf YouTube ja eigentlich drei verschiedene Gruppen zufriedenstellen. Die Zuschauer, die Plattform und die Werbetreibenden. Die Zuschauer sollten immer an erster Stelle stehen, denn dann ist die Plattform auch zufrieden. Aber wie stellt man die zufrieden, die uns letztendlich ja auch bezahlen? Ganz einfach. Wer Werbung schaltet, der möchte damit auch selbst Geld verdienen. Deswegen ist der RPM auch immer dann höher, wenn man gut verkaufen kann. Besonders wichtig ist dabei eine klare Zielgruppe, weil Unternehmen damit auch gezielt Werbung schalten können. Außerdem zahlen Firmen für kaufkräftige Kunden auch gerne deutlich mehr, weswegen Länder wie die USA, Deutschland oder die Schweiz auch einen höheren RPM haben. Auch ältere Menschen oder Menschen mit teuren Hobbys sind für Werbetreibende wertvoller, weil sie in der Regel mehr Geld ausgeben. Ganz klar, ich empfehle nicht, nur aufgrund dieser Punkte unseren Content anzupassen. Es ist Quatsch, Videos zu erstellen, auf die wir gar keinen Bock haben, nur weil der RPM vielleicht 1-2 Euro höher ist. Aber wenn es für euch möglich ist, dann beachtet diese Punkte. Erstellen wir zum Beispiel Finanzvideos und uns ist egal, ob wir jüngere oder ältere Zuschauer ansprechen, dann wäre es schlau zu versuchen, eher die Älteren zu erreichen. Oder schwankst du vielleicht zwischen zwei Themen, die dich beide interessieren, dann wähl doch das, wo die Zielgruppe kaufkräftiger ist. Bonustipp: Es ist auch nicht ungewöhnlich, dass Firmen bewusst Werbung vor den Videos eines bestimmten YouTubers schalten. Deswegen ist es eben auch sinnvoll, sich nicht zu verstellen, das zu machen, was man auch liebt und sich wirklich was Großes, Langfristiges aufzubauen. Und achtet natürlich auch immer darauf, dass eure Videos werbefreundlich sind. Nichts ist schädlicher für den RPM als die Werbeunfreundlichkeit. Aber ich denke, das ist recht offensichtlich. Ein hoher RPM wird euch übrigens auch beim Thema YouTube Automation weiterhelfen. Das ist generell aktuell eine geniale Möglichkeit, mit YouTube Geld zu verdienen, wenn man sich eben dafür interessiert. Mein Video dazu verlinke ich euch jetzt mal hier, da habe ich mich auch mit einem Profi zusammengetan, der mit dieser Technik bis zu 30.000 Euro im Monat verdient. Schaut das als nächstes an, viel Spaß damit, haut rein Leute und ciao!